Heute ist der Tag, an dem ich euch das ABC des Finanzmarktes vorstellen möchte. Ich bin der Callcenter-Crasher und habe Telefonate von A bis C für euch. A steht für Active Finance, B für Barco Capital und C für Capital X. Alle Firmen halten sich wohl für ganz große Player im Finanzmarkt. Hört euch mal an, wie die mich überzeugen wollen. Teilweise sind auch meine Kollegen Callcenter Nightmare und Callcenter Scam zu hören, denen ich für ihre Unterstützung herzlich danke. Ganz zum Schluss habe ich noch zwei Anrufe der Blockchain für euch. Viel Spaß mit den Anrufen und eines kennt ihr ja schon. Sie starten nach dem Intro jetzt. Hallo? Hallo, guten Tag, spreche ich mit hier. Hallo, hören Sie mich? Ja, wer sind Sie? Ja, hier ist Mia Weber, spreche ich mit Herr Siegelbrecher? Ja, das ist richtig. Sehr schön, also ich bin Ihr Handelskontoberaterin und ich möchte Sie sehr gerne weiterhelfen, damit Sie Ihr Handelskonto bei uns aktivieren zu können, okay? Ja, okay. Also, wie gesagt, ja, ich möchte Sie gerne informieren. Bei allen Ihren Schritten, wir werden immer da sein. Also 24 Stunden, wir sehen es für Sie erreichbar. Und über allen Fragen können Sie mir gerne auch per E-Mail schreiben, falls Sie so irgendwelche technischen Fragen haben. Und in Zukunft, alle unsere Neukunden haben Möglichkeit, mit unserem Finanzberater kostenlose Beratung zu bekommen. Ja, zum Beispiel, unser Finanzberater wird Sie alle Kleinigkeiten und also Geheimnisse in diesem Bereich äußern, damit Sie alle so tief genau wissen, was Sie genau machen, okay? Okay. Super. Also jetzt sagen Sie mir bitte, mit welcher Paket wollen Sie anzufangen? Das weiß ich noch nicht so genau. Okay, dann ich werde Sie gerne äußern, okay? Also wir haben drei Pakete mit 250, 500 und 1000. Beim 500 und 1000 Paketen kriegen auch unsere Kunden Bonuses. Also beim 500 kriegt man 130 Euro und beim 1000 Euro kriegt man so 300 Euro als Begrüßungsgeld von unserer Seite. Sie können gerne überlegen und ich werde jetzt alles sehr schnell für Sie vorbereiten, okay? Was wollen Sie denn jetzt vorbereiten? Also ich werde für Sie gerne ein einmaliger Transaktionslink vorbereiten, damit Sie Ihre Transaktion tätigen können. Ich werde alle Schritt für Schritt Sie gerne erklären und wir werden zusammen machen. Ja, auf welche Arten kann ich denn überhaupt einzahlen bei Ihnen? Wie bitte? Auf welche Arten kann ich bei Ihnen einzahlen? Einzahlen? Ach so, okay. Entschuldigung, also akustisch höre ich Sie nicht so gut. So, wir haben drei Möglichkeiten. Online-Banking, Mastercard, Visa-Karte. Das war alles? Normalerweise ja, man kann auch zum Beispiel mit Überweisung tätigen. Ja, okay. Aber normalerweise so sehr schnell und sicher sind bei uns Online-Banking, Mastercard und Kreditkarte. Die funktionieren sehr schnell. Mit Überweisung zum Beispiel kann es mehr als 3, 4, 5 Tage dauern. Das macht ja nichts. Aber von wo aus rufen Sie denn jetzt an? Wie bitte? Von wo aus rufen Sie denn jetzt an? Ach so, okay. Also Herr Siegelbrecher, ich rufe Sie gerne von Berlin an. Und ja, so weitere Daten leider kann ich nicht Ihnen äußern. Warum nicht? Wegen Datenschutz, wissen Sie? Datenschutz? Sie dürfen Ihre Firma nicht nennen? Sie dürfen nicht sagen, wo Ihre Firma sitzt, wegen Datenschutz? Doch, ich kann unser Firmenname sagen und Sie ja, sehen prima. Das auch, und die Adresse oder? Da bitte auch. Wollen Sie wirklich Ihr Geld investieren? Ja, natürlich, sonst hätte ich mich ja nicht angemeldet. Okay, dann ich kann Sie Folgendes sagen, Herr Siegelbrecher. Also, falls Sie so irgendwelche... Na, sortieren Sie doch erstmal Ihre Worte. Okay, was wollen Sie? Eigene Informationen? Das kann ich Ihnen leider nicht geben. Sie können mir keine Informationen geben, warum nicht?
Wegen Datenschutz, weil ich weiß es nicht. Sind Sie Betrüger? Wollen Sie wirklich Sind zum Sie Beispiel Betrüger? ein... Sind Sie Betrüger? Sind Sie Betrüger? Die Natürlich, ich Frage, sind nicht. Sie Betrüger? Sind Sie also ein Betrüger? Natürlich nicht, Herr Siegerbrecher. Ja, prima. Dann Also ich... sagen Sie mir doch erstmal Ihre Firma und wo Sie reguliert sind. Also wir sind Active Finance. Ja. Wie Aha, schreibt nur sich das. das? Ich kann Sie zum Beispiel unsere Webseite Ihnen per E-Mail schicken. Nee, das können Sie mir einfach Da sind sagen. aktiv. Ja, Ich kann buchstabieren Sie buchstabieren, bitte. wenn Sie wollen. Ja. Buchstabieren Sie. Anton, Cäsar, Theodor. Schreiben Sie? Ja, natürlich schreibe ich. Wenn Sie weiter buchstabieren, ja. Ida. V wie Viktor und E wie Emil. Und das war's? Ja, Active Finance. Ja, dann buchstabieren Sie doch mal Fin weiter. also Finance, Finanze. Friedrich, Ida, Nordpol, Anton, Nordpol, Cäsar, Ida, Anton, Ludwig. Ja, Active Ja. Finance.de. Sie sind ja eine deutsche Firma. Ja, Punkt Trade, nicht Punkt DE. Aber so können Sie nicht. Also wollen Sie jetzt unsere Webseite sehen? Wenn ja, ich kann Richtig, gerne schicken. deswegen sollten Sie mir ja Ihre Webseite buchstabieren. Ja, ich habe buchstabiert. Also, Aber dann, lassen okay, Sie mich doch schreiben Sie einfach mal aktiv. ausreden. Sie fragen mich ja, dann warten Sie auch meine Antwort ab. Können wir uns darauf einigen? Okay, jetzt bitte. Ich habe viele Termine und ich habe nicht so viel Zeit. Ja, Wann warum Sie rufen Sie wirklich mich dann an, wenn Interesse Sie haben? keine Zeit haben? Moment, ich rede. Warum Hören Sie rufen Sie bitte mich dann zu. an, wenn Sie keine Zeit haben? Weil Sie jetzt einfach nehmen, also Sie wollen nicht Weil ich Ihr Geld Informationen will, investieren. richtig. Ich möchte Informationen. Sie geben mir keine Informationen. Sie möchten Sie möchten Informationen, also keine aber Sie Informationen geben. manipulieren einfach. Okay, Sie möchten also keine Informationen geben. Also sind Sie scheinbar doch ein Betrüger. Ich denke, sind Sie Betrüger und Sie wollen Sie sind einfach ein unsere Betrüger. Adresse, unsere Ja, Seite genau. haben, einfach Ein unsere Kunde Webseite möchte, möchten, verstören. Sie möchten also Vielen Ihrem Dank, Kunden, aber Sie ciao. möchten also Ihrem Kunden keine Informationen geben. Hallo? 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 Hallo, Herr Siegbecher, guten Tag. Wen bitte wollen Sie Hören sprechen? Sie mich? Mein Name ist Clara. Spreche ich mit Marktmeile? Mit wem ist, Sie haben eine sehr schlechte Leitung. Mit wem wollen Sie sprechen? Mein Name ist Clara. Ich rufe vom Finanzamt ab. Haben Sie gehört? Nee, ich verstehe Sie nicht. Ihre Leitung ist so schlecht. Ah. Moment. Jetzt hören Sie mich? Ja, okay. Und mit wem wollen Sie sprechen? Herr Maximilian. Nee, das ist ja mein Vorname. Und Segelbrecher. Okay, ja, das bin ich. Aha, mein Name ist Clara. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Gerade vor 5 Tagen, Sie haben bei uns registriert und Ihr Interesse an Tesla gezeigt. Am Finanzmarkt. Und der Finanzmarkt ist ja groß. Welches ist dann Ihre Firma? Unsere Firma ist Active Financial. Wie heißt die? Active Financial. Ah ja. Active Finance. Ja, und weiter? Haben Sie Erfahrung in Onlinehandel? Ja, Ich sehe, schon. dass Sie Ihr Konto nicht aktiviert haben. Und ich hoffe, Sie vom Monitoringabteilung und möchte gerne wissen, warum haben Sie nicht Ihre Handelsplattform aktiviert? Ja, weil ich auf Ihrer Seite, glaube ich, zu wenig Informationen gefunden habe. Welche Informationen? Ja, müsste ich noch mal gucken. Können Sie Ihre Seite noch mal buchstabieren? Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf, welche Seite das war. Aktiv. Financial. Können Sie es mal Friedrich, buchstabieren? Richard, Können Sie es mal Nordpol. buchstabieren? Hallo, stopp, stopp. Genau.
Können Sie es mal von Anfang an buchstabieren, bitte? Ja. Anton, Cäsar, Theodor, Ida. Aktive. Weiter buchstabieren, sagte ich. Können Sie nicht schreiben, einfach aktiv Finanz? Ich frage ja gerade, wie man es schreibt. Können Sie es einfach buchstabieren, bitte? Anton? Cäsar? Theodor? Ida? Victor? Emil? Haben Sie geschrieben? Ja, das habe ich geschrieben. Aha, dann. Friedrich? Ida? Nordpol? Anton? Nordpol? Cäsar? Ida? Anton? Ludwig? Active Finance, ja, und wie geht's weiter? Dann Punkt. Und ja. Theodor, Richard, Anton, Dora, Emil. Okay, so, gut, jetzt haben wir das. Okay, dann muss ich das Ganze mal aufrufen. Genau, lieber Herr. Sie können einfach überlegen. Nö, ich kann erst mal gucken. Und ich werde Ihnen... Hallo. Hören Sie doch, wollen Sie jetzt zuhören oder wollen Sie nicht zuhören? Okay, ja, ich höre. Gut, also das ist Ihre Seite. Wo ist der Hauptsitz dieser Firma? Wo ist? Ja, der Hauptsitz, der rechtliche Sitz dieser Firma. In Berlin. In Berlin, das heißt, Sie sind eine deutsche Firma? Internationale Firma. Wir haben Filialen in Österreich. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe nachgefragt, wo der Hauptsitz. Nein. Darf ich bitte ausreden? Nee, darf ich nicht. Hallo? Hallo, schönen Tag. Herr Siebeneichert? Ja. Ja, schönen Tag Ihnen. Mein Name ist Hadi Rosner. Ich rufe Sie an, weil Sie waren daran interessiert, einen Trading- und Investment-Account zu eröffnen. Ist das korrekt? Wie war Ihr Name? Hadi Rosner ist mein Name. Hadi Rosner. Hallo, Herr Rosner. Genau. Ja, genau. Hadi Rosner, ja. Ja, hallo, Herr Rosner. Mhm, okay. Herr Siebeneich, also noch einmal. Sie waren daran interessiert, einen Trading- und Investment-Account zu eröffnen. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Okay, super. Also haben Sie schon Erfahrung mit Online-Trading? Ein klein, klitzeklein wenig habe ich Erfahrung, ja. Kleine Erfahrung mit Krypto. Ja? Haben Sie allein gehandelt? Nein. Ja, haben Sie allein? Okay. Haben Nein. Sie einen Gewinn bekommen? Hallo. Nein. Hallo? Vielleicht lassen Sie mich dann antworten und hören Sie doch mal auf die Antwort. Ich sagte Krypto, nein. Mit Krypto haben Sie keine Erfahrung. Okay. Es ist gar kein Problem, dass Sie keine Erfahrung haben. Deshalb arbeiten wir mit vielen professionellen Finanzanalytikern auf unserer Seite. Sie können immer mit unseren Finanzexperten kontaktieren und haben Sie einige Beratungen. Ja, dann brauchen Sie einige Beratungen. Ihre Telefonleitung ist so schlecht, ich verstehe Sie kaum. Hallo, sind Sie doch da? Ja, ich bin da. Ja, Ihre Telefonleitung ist... Hören Sie mich ruhig? Ja, Ihre Telefonleitung ist häufig abgehakt. Ich höre nur jedes zweite Wort. Versuchen wir es mal. Ja, ja. Ja, kein Problem. Es muss unsere Verbindung sein. Ja, ja natürlich. Okay. Von wo aus rufen Sie denn an? Ja, ich rufe Sie an von Österreich. Ja, ich habe viele Verwandtschaft in Österreich, aber da habe ich nie so eine schlechte Telefonverbindung. Nun, vielleicht. ich kann nichts tun mit unserer Verbindung. Also, Herr Siebeneich, wenn Sie sich interessiert, bei unserem Unternehmen gibt es drei Kontotypen. Ja? Sie können starten mit... Welches ist denn Ihr Unternehmen?
Unser Unternehmen, meinen Sie, Baco Limit, Baco Capital. Ja, okay. Also Baco Capital Limited oder was haben Sie gesagt? Sie haben ja Baco Capital, einfach Baco Capital. Mhm. Okay. Okay. Ja, also wie gesagt, Sie können starten mit 250, 500 oder 1000 Euro. Und bei jedem Kontotyp werden Sie Bonusgeld bekommen. Ja, zum Beispiel, wenn starten Sie mit 250, werden Sie 50 Euro als Bonusgeld bekommen. Wenn starten Sie mit 500, werden Sie 100 Bonus bekommen. Und bei 1000 Euro Bezahlung gibt es 250 Bonusgeld. Ja. Natürlich werden Sie 2 Wochen Probezeit haben. Es ist sehr wichtig, damit werden Sie kein Geld von Ihnen verlieren. Durch die ersten 2 Wochen werden Sie mit unserem Bonusgeld handeln. Ja, und jeden Tag, wenn Sie sich nicht interessiert, können Sie das Geld zurücknehmen. Ja, verstehen Sie das? Das habe ich verstanden, ja. Okay, super. Dann sagen Sie bitte, mit welcher Summe würden Sie starten? Das weiß ich noch nicht so genau, weil ich weiß ja über Ihre Firma noch gar nichts. Ich weiß ja nur Ihren Namen. Mehr weiß ich ja gar nicht. Mein Name? Nein, den Namen Ihrer Firma. Mehr weiß Firma ich. Ist Baco Capital. Hallo, hallo. Warten Sie doch mal ab, bis ich zu Ende geantwortet habe. Sie unterbrechen mich dauernd. Ich hab schon geantwortet. Unsere Firma ist Baco Capital. Sie haben sich auf unserer Plattform angemeldet. Ja, natürlich, aber Sie haben mich eben unterbrochen. Also ich weiß ja nichts außer Ihrem Firmennamen. Mehr weiß ich gar nicht. Sie rufen aus Österreich an, dann sind Sie eine österreichische Firma? Ja, genau. Ah ja, okay. Unser Hauptbüro ist in Wien. Ja. In Wien. Haben Sie mal da mal die Adresse für mich? Und wofür brauchen Sie diese Adresse? Naja gut, ich möchte doch wissen. Ich bin ein Investor. Ich möchte wissen, mit welcher Firma ich eventuell handle. Nein, verstehen Sie, ja. Wir arbeiten nur online. Ja, deswegen gibt es trotzdem eine Adresse, wo eine Firma reguliert sein muss und gemeldet ist. Der Firmensitz, der rechtliche Sitz Ihrer Firma ist in Wien. Da möchte ich gerne Ihre Adresse haben. Ja, und wofür brauchen Sie diese Adresse? Würden Sie zu dieser Adresse gehen? Ja, du sofort zu dieser Adresse gehen, zu diese Adresse prüfen oder Haben Sie ein Problem damit, mir Ihre Adresse zu nennen? Natürlich gibt es kein Problem, aber na, dann nennen Sie sie doch. Nun, okay. Einen kleinen Moment, bitte. Kennen Sie die Adresse nicht auswendig? Ich kann die Adresse nicht nennen. Ja? Warum nicht? Aber nicht? Ja, also warum nicht, habe ich gefragt. Warum nicht? Es ist unsere private Information. Nein. Ja, Sie sind eine Firma, das ist keine private Information. Das ist eine Firmeninformation. Das ist nicht privat. Natürlich ist es. Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Sie sind eine Firma, da müssen Sie auch eine Adresse haben. Und das ist keine private Information. Verstehen Sie mich? Also, nee, verstehe ich nicht. Sie vertrauen unserer Firma nicht. Ja? Ich weiß ja doch über Ihre Firma gar nichts. Sie haben sich auf unserer Plattform angemeldet. Aber Ihre Adresse steht auch nicht auf Ihrer Plattform. Deswegen frage ich. Wofür brauchen Sie unsere Adresse? Ich verstehe das nicht. Ja, das glaube ich, dass Sie das nicht verstehen. Sie sind scheinbar nicht der Schlauste. Wofür genau brauchen Sie diese Adresse? Werden Sie zu dieser Adresse gehen? Nein, es geht einfach darum, wenn man mit einer Firma handelt. Eine Firma muss im Internet, die Internet handelt, muss auch eine Adresse angeben. Und diese Adresse möchte ich gerne wissen. Nein, ich kann Ihnen unsere Adresse nicht geben, weil es ist unsere Privatinformation. Ja? Nein, ist es nicht. Sie sind eine Firma, das ist keine Privatinformation. Also wenn Sie Ihre Adresse nicht nennen wollen, dann sind Sie sicherlich ein Betrüger.
Was ist denn daran so lustig? Es ist genau lustig. Was ist daran lustig? Das war meine Frage. Was ist daran lustig? Es ist lustig, weil sie denken, dass unsere Firma ein Betrug ist. Richtig, weil sie ihre Adresse nicht nennen. Wir haben Adresse, aber diese Adresse ist nur für unsere Kunden. Ja, wir arbeiten Nein. Sie sind eine Webseite im Internet, eine Plattform, da müssen Sie auch eine Adresse angeben. Auf Ihrer Webseite ist keine Adresse verzeichnet. Also, wenn Sie das nicht haben, ja, dann, okay, prima, dann versuchen wir es anders. Sie wollen mir Ihre Adresse nicht sagen. Okay, Sie sind ein Finanzdienstleister, sehe ich das richtig? Ja, genau. Okay, wo sind Sie denn reguliert als Finanzdienstleister? Wo ist reguliert? Ja. Bewusstigen meine Zeitstreifen, ja, wenn Sie... Was sagen Sie bitte? Ich verstehe Sie. Sie sprechen sehr schlechtes Deutsch. Ich verstehe Sie leider nicht. Also, ich spreche nicht schlechtes Deutsch. Ja, Sie haben... Okay, was heißt Zeitstreifen? Sie haben gerade... Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Bromer. Ja, wer ist da bitte? Entschuldigung, mein Name ist Mark Spann. Wie ist der Name? Ich bin der Finanzberater von Mark Spann. Mark Spann. Der Finanz... Ja, Spann. S-S-P-H-N. Ja. Finanzberater vom Onlinehandel. Ja. Wo Sie angemeldet sind. Ja, ich bin... Also... Beim Onlinehandel bin ich angemeldet, ja. Und welche Firma sind Sie jetzt? Erste Mal. Welche Firma sind Sie denn? Also, auf Capital X, Sie haben unsere Werbung gesehen, wie kann man handeln mit 250 Euro und haben Sie weitergemacht, oder? Capital X sagt mir gar nichts. Ich kann ja nochmal auf Ihre Webseite schauen, vielleicht sehe ich das ja. Wo steht unsere Werbung auf C? Hallo? Reaction? Hallo? Was hallo, du Hurensohn, was hallo? Ein Betrüger. Was hast du gesagt? Ein Betrüger. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Wiederhole bitte. Einfach wiederhole bitte. Nichts verstehen. Nichts verstehen. Was ist verstehen? Ne. Wiederhole bitte. Sehen, was wiederhole bitte. Kopf, ja, du Hurensohn. Wiederhole ja, bitte. Du Hurensohn, warte. Ja, ich warte. Ja, wiederhole ist, Wie lange soll ich warten? Wenn ich da komme, Stunde warten? Oder eine halbe Stunde warten? Oder du 10 Minuten warten? Oder 3 Stunden warten? Oder wie es warten? Na? Okay, sollst du selbst wissen. Lern doch erstmal Deutsch, bevor du reden kannst. Mann, bist du dumm. Ja, du Scheiße. Hat nicht geklappt, der Betrug, ne? Geklappt nicht, der Betrug. Ja, und die Menschen, die in Deutschland leben, ja, natürlich. Sind scheiße Rassismus. Natürlich. Ja, sie sind scheiße Freunde, Rassismus. Erzählt ihm doch mal, wie lustig er ist. Ja, unglaublich. Das ist scheiße Rassismus. Hallo? Hallo? Ja, du Herr Kanak. Ja. Ich weiß, wo du bist. Ja, wollen wir uns treffen? Wollen wir uns treffen? Ich weiß, wo du bist, du Hurensohn. Wo denn? Komm, wir treffen uns in der Kalka. Warte, lass ihn doch mal sagen, ja, wo wir sind. Los, komm. Ja, sag doch mal, wo? Ja, sag doch mal. Du solltest jetzt Na, sag doch mal. Sag doch mal. Ja. Mehr kannst du nicht sagen als Hurensohn? Das ist aber Schweich. Du kannst ja gar nichts. Du bist ja nicht nur dumm, du bist ja sogar saudumm. Du bist sogar ganz, ganz dumm. Ja, richtig, du kannst gar nichts, ja. Genau. Ja, sind wir uns. So, sind und, Sie? Ja, tatsächlich. Ja. Willst du uns nochmal fragen? Übrigens, wir sind uns ganz Scheiße sicher. Ja, wir Schwester. Sind uns sehr wichtig. Wir sind alle ganz sind wir sicher. Eins bei eins spieken, natürlich. Ja, natürlich. Das ist bei mir vorbeikommt.
Du behindert, geh in den Krankenhaus. Geh in den Krankenhaus. Vielleicht. Ja, du behindert, du bist krank. Wieder ein so dummer Betrüger. Was für ein armes Würstchen. Oh Mann, du bist ein Intelligenzverweigerer, ne? Merkt man. Du sollst jetzt Angst haben. Angst hab von du dir? Ich lach mich tot vor so einem Würstchen wie dir. Oh, ich zitter schon vor Angst, man hört es schon. Werden wir sehen, wer das am Ende. Werden wir sehen. Hallo? Komm raus, du Hurensohn. Komm raus. Der lustige Betrüger wieder. Komm raus, komm raus. Ja, komm rein. Keine Angst. Komm raus. Ja, komm raus. Wo denn? Wo soll ich denn ich rauskommen? Raus. Wo soll ich denn rauskommen? Sag du doch. Weißt ganz genau. Sag du doch. Weißt ganz genau, ja, wo du weißt kommen. Eben nicht komm genau. Raus. Du weißt gar nichts. Du bist ein Dumm. Hast du Angst jetzt? Nee, vor dir? Also, du verstehst es immer noch nicht. Komm. Warum du bist kommst so... du nicht raus? Ja, wohin soll ich denn kommen? Sag doch. Ja, komm raus. Ja, wo denn? Ich bin draußen jetzt. Ich bin vor der Tür. Und? Was, du Hurensohn? Du bist nicht drauf. Ja, wo bist komm du raus. Denn? Ja, wo? Komm. Wo bist du denn? Sag mir Straße, sag mir Ort. Na komm, los. Keine Angst, ich mag gar nichts. Nur ja, komm. Sag keine mir Angst. Straße, sag mir Ort. Dann komme ich dahin. Gar kein Problem. Sag mir Straße, sag mir Ort. Hast du nicht, ne? Du bist ja so schlauer Kerl. Ja, natürlich. Na los, sag schon. Ah, okay, er hat nichts mehr zu sagen. Irgendwann wird er schon auflegen, wenn er nichts mehr zu sagen hat. Der gute Finanzberater. Das war der Herr Sperm, gell? Ja, das Spermium, genau. Na, wie geht's den Spermien, ne? Die verlassen freiwillig seinen Körper, weil er zu dumm ist. Tja. Ja, alles Blindgänger, wie? Oh, ich glaube, wir schubsen ihn mal in die Warteschleife. Da kann er sich selber mit sich selber unterhalten, würde ich sagen, ne? Oh ja. Tschüss, Herr Sperm. Nice to meet you. Nicht. Sag den Spermien Ade. Ich glaube, er weint jetzt ein bisschen. Das mit der Warteschleife ist ja anders. Das ist ja da, wenn man nichts mehr sagt. Siehst du, das klappt immer am besten. Hallo. Hallo. Wir sind die Support-Abteilung für Blockchain in Europa. Wir informieren Sie, dass wir aus Sicherheitsgründen Ihre Kryptowährungswallet vorübergehend gesperrt haben. Ihre aktuellen Kryptowährungsgelder werden bis zu Ihrer Überprüfung aufbewahrt und gesichert. Unser Support-Büro erklärt Ihnen, wie Sie mit der Freigabe von Geldern vorgehen und eine mögliche Auszahlung vornehmen können. Für mehr Informationen drücken Sie die 1-Taste, wenn Sie in der Vergangenheit negative Erfahrungen im Online-Handel gemacht haben. Sie werden so schnell wie möglich von einem unserer Vertreter kontaktiert. Drücken Sie die Taste 2, um die Nachricht abzuhören. Vielen Dank und guten Tag. Ja? Hallo, spricht mit Herrn Maximilian? Nee, Siegelbrecher ist mein Name. Wie bitte? Siegelbrecher ist mein Name. Okay, ich grüße Sie, Herr. Also, ich bin Johanna Braun am Apparat. Und ich melde mich wegen einer Auszahlung. So, ich kann im Sicher schauen, dass Sie haben früher an Online-Handel investiert und Sie haben kein Profite zurückbekommen. Ausgezahlt, stimmt das? Von welcher Firma sind Sie? So, ich bin vom Blockchain-System. Wir arbeiten mit unbestätigten Transaktionen. Und Ihre Profite sind bei Blockchain-System blockiert. Mhm, prima. Wo habe ich denn investiert? Das haben Sie schon lange, das wissen Sie, wo haben Sie das gemacht? Ne, ich frage Sie ja. Sie sind doch die Blockchain. Dann müssen Sie mir doch sagen, ja, wo ich investiert habe. Ja, wir haben die Blockchain und wir arbeiten mit unbestätigten Transaktionen. Ja, und wo habe ich, und wo habe, oh, hallo, lassen Sie mich doch mal ausreden. Sie wollen mich nicht ausreden lassen?